schönen guten Tag. Heute möchte ich mal ein kleines Video machen über eine Türsicherung. Mit der bisherigen Türsicherung, meine Schwiegermutter, die ist schon etwas älter, nach über 90, nicht besonders gut klarkommt, eigentlich überhaupt nicht. Der Nachteil bei dieser Sicherung ist für ältere Leute, wenn die Finger nicht mehr so gut wollen beim Entriegeln. Ja, man möchte hier das schwarze Teil zusammendrücken. Geht aber nicht, man muss das nach hinten zur Türe drücken, damit man die Sicherung hier wieder aushängen kann. Und so einfach das scheint, für ältere Leute ist das durchaus ein Problem. Das ist eine Beta-Version. Auf meine E-Mail hin hat mir die Firma ein Muster hier zugesandt. Und das möchte ich jetzt mal montieren und demonstrieren, wie das funktioniert. Ich bin auch gespannt. Ich packe das Ganze mal aus. Auf der Rückseite ist übrigens die Beschreibung, also wirklich sehr einfach. Die Türsicherung ist für links und rechts angeschlagene Türen geeignet. Schauen wir mal nach dem Inhalt. Ja, sind lediglich zwei Schrauben und die Türsicherung. Wir brauchen also als Werkzeug einen Kreuzschraubenzieher oder, wenn man es bequemer haben möchte, einen Akkuschrauber, weil es sind doch recht kräftige Schrauben. Das sind 6er Schrauben, 2 Stück, die müssen hier rein. Und die Türsicherung selber ist aus Stahl, ist sehr schwer, also macht einen guten Eindruck. Ja, für rechts angeschlagene Türen, beziehungsweise auf die andere Seite klappt man das für links angeschlagene Türen. Ja, ich lasse jetzt mal die alte Sicherung nur dran und werde die neue mal hier montieren. Dazu habe ich mir schon einen Akkuschrauber vorbereitet mit einem 2,5 und 3 mm Bohrer. Dann tut man sich leichter und das Holz springt nicht so schnell. Natürlich kräftig. Brauchen wir also schon einen kräftigen Akkuschrauber. Ah, die sitzen bombenfest. So, wenn er nicht in Funktion ist, klappt man den einfach hoch. Und jetzt klingelt das. Klappt man rüber, macht die Haustüre auf und kann sich hier wunderbar unterhalten, also kontrollieren, wer vor der Tür steht. Man spart sich einen Türspion. Und ich würde mal sagen, dieser bisherige Türverriegelungsmechanismus hat seinen Dienst getan. Den brauchen wir, so wie ich das sehe, nicht mehr. Den machen wir gleich mal weg. Sind auch im Verhältnis dazu viel schwächere Schrauben. Also wenn sich da jemand gegen die Tür stellen würde, dann fliegen die eh raus. Und so gesehen erfüllt der neue natürlich die Funktion eh viel besser. Auch hier sieht man, das sind 3er Schrauben, kein Vergleich zu den 6er. Die haben natürlich eine ganz andere Haltewirkung. Ja, zusammenfassend kann man sagen, V77 kann man empfehlen, Preis ist mir noch unbekannt. Wird vermutlich auch irgendwo um die 30 Euro liegen, plus minus x. Ja, schön wäre es, wenn eine Angabe wäre, ob dieser Stahl auch gehärtet wäre, damit man weiß, da kommt man wirklich auch mit einem kräftigen Bolzenschneider so leicht nicht durch. Ja, gute Sache, da geht nichts mehr. Das Ganze runterklappen, rüberklappen, wunderbar, Tür auf und könnt ihr das auch aufmachen? So, prima. Selbst die Kinder können das super.